Wir haben eine Prophezeiung von Moses. Also, du redest jetzt, wir haben eine Prophezeiung über Jesus und wir haben eine Prophezeiung über eine dritte Person, die jetzt in voller Herrlichkeit strahlen wird. Also wegen dieser ich weiß, worauf du hinaus willst, aber tut mir leid. Du willst es nicht aussprechen. Du meinst Mohammed, aber... Natürlich, wer soll es sonst sein? Aber wie They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Also nochmal zurückzukommen auf die Frage, wer ist Jesus? Ihr glaubt, Jesus ist der Sohn und der Vater oder wie genau ist das zu verstehen? Jesus Christus ist der Vater. Ist der Vater. Seine Rolle wer ist der Sohn? Ist der Sohn. Vielleicht kann ich also seine Rolle Bibel, ist der Sohn. Ja, ja, alles gut, gerne. Also der seine Rolle ist der Sohn, aber was ist er dann als Vater? Ist das keine Rolle? Jesus Christus kam, um uns ein Beispiel zu zeigen, quasi in allen Dingen. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 13 sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das heißt, Jesus Christus hat uns in allen Dingen ein Beispiel gegeben. Das heißt, Jesus, er hat uns gezeigt, wie wir uns als Söhne und Töchter Gottes verhalten sollen. Zum Beispiel, wenn Jesus nicht gebetet hätte, dann hätte er uns keine Lehre geben können, wie dass wir beten sollen. Natürlich, in Matthäus sagt er, betet so und dann sollen die Leute so beten. Genau, er hat uns aber meine Frage gegeben. Ist ja ontologisch, wer ist Jesus? Der Vater selbst. Okay, in was? Du sagst, als Sohn ist es nur seine Rolle. Was ist er dann als Vater aber? Dass er uns das Leben gibt. Das heißt, er hat uns erschaffen? Ja. Okay. Und er gibt uns das Leben. Okay. Wenn jetzt Jesus im Garten von Gethsemane sagt, Vater, die Stunde ist nah. Ja. Und dann sagt er, gehe dieser Kelch an mir vorbei. Ja. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, richtig. In dem Moment, wo er als Sohn zum Vater spricht, führt er da Selbstgespräche? Nein, er zeigt uns dadurch, was es bedeutet, uns selbst zu verleugnen und dem Vater nachzufolgen. Jesus hat dadurch uns gezeigt, dass es wichtiger ist, den Willen Gottes zu tun, als seinen eigenen Willen zu tun. Richtig, da bin ich voll bei dir. Aber zu wem spricht er, wenn er selbst der Vater ist? Er gibt uns ein Beispiel. Zum Beispiel hat Jesus auch gesagt, dass wir wachen sollen und beten sollen. Diese Lehre hat er seinen Jüngern gegeben. Dann, genau, wenn Jesus zum Vater, ne? Zum Vater. Genau, aber das macht ja nur Sinn, wenn er nicht der Vater ist, sonst führt er ja Selbstgespräche. Weil beim Garten von Gethsemane war niemand bei ihm. Er ist von den Jüngern weggegangen. Das wäre ja sonst nicht dokumentiert. Bitte? Das wäre ja sonst nicht dokumentiert. Das ist ja auch meine Kritik, weil wie ist das möglich, wenn er, es heißt dort wortwörtlich, er ist von den Jüngern weggegangen im Garten von Gethsemane. Und dann spricht er das Bittgebet. Zum einen stelle ich mir die Frage, okay, wer hat das dokumentiert? Völlig richtig. Und zum anderen kann er nicht der Vater sein, wenn er zum Vater betet. Weil dann betet er sich selbst an. Er gibt uns ein Beispiel, wie wir beten sollen. Nee, das sagt er aber. Beim Vater Unser macht er das. Beim Vater Unser, da sagt er, betet so. Und dann sagt er, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so. Da sagt er es. Aber hier spricht er selbst zu Gott, weil er Angst vor der Kreuzigung selbst hat. Er hat sogar Blut geweint im Matthäus-Evangelium. Ja, richtig. Macht es für euch nicht mehr Sinn, zu sagen, dass Jesus ein Prophet Gottes ist, ein mächtiger Prophet, aber er nicht Gott ist und auch nicht der Vater ist? Das würde dann den Prophezeiungen im Alten Testament widersprechen. Weil Jesus selbst hat aber gesagt, die Prophezeiungen in Jesaja 9 zum Beispiel, ne, ja, wo es heißt, dass er der Vater in Ewigkeit sein wird. Niemand der Schreiber des Neuen Testaments haben ihn als Vater, geschweige denn Vater in Ewigkeit, bezeichnet. Deswegen sagt die Bibel auch, dass Christus das Geheimnis aller Geheimnisse ist. Wenn es so einfach wäre, dann warum ist Christus dann ein Geheimnis? Okay, dann habe ich aber ein anderes Problem damit, zu sagen, dass die Botschaft dann nicht zugänglich ist für jeden. Und einfach zu verstehen für jeden. Die Botschaft von Gott muss doch einfach zu verstehen sein. Hallo. Verstehst du? Wenn alles ein Geheimnis ist und ich brauche einen Algorithmus, um die Gleichung zu lösen. Aber das hast du ja gerade gesagt. Jesus Dann kann ja nur eine Elite in das Himmelreich kommen. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben.
Das heißt, Jesus sagt genau, dass es diejenigen gibt, denen es gegeben ist, das zu verstehen, und denen, denen es nicht gegeben ist. Ich verstehe das schon, aber in dem Gebet spricht er ja zum Vater. Richtig. Er kann ja nicht selbst der Vater sein und führt Selbstgespräche. Darf ich dir einen Vers geben, der dich vielleicht zum Nachdenken bringt, warum wir Muslime glauben? Ja, gerne. Dass Jesus ein Prophet Gottes ist, nicht okay. Gott, nicht der Vater. Ja. Johannes, weil du einen Bezug zur Bibel hast, gebe ich dir diesen Vers. Mhm. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Okay, das ist dieser klassische Vers, ja, so. Richtig, genau. Mhm. Jesus spricht, Vater, die Stunde ist nah. Von was spricht er? Er spricht von der Parousia, von seinem zweiten Kommen. Mhm. Und er sagt, dass sie dich, Vater, den einzig wahren Gott erkennen. Nicht der Sohn ist auch Gott und der Vater ist Gott und Jesus ist der Vater. Nein, dich, Vater, ist eine externe Person zu ihm. Erkennen, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen. Und was ist die Rolle von Jesus? Nicht, dass er der Sohn ist. Und Jesus, den du gesandt hast. Gott, der Vater, ist der einzig wahre Gott. Der Prophet Jesus ist ein Gesandter von Gott. Genau das, was wir Muslime glauben. Warum macht das für euch nicht mehr Sinn? Weil die Prophezeiungen sagen, dass Jesus selbst Gott ist. Okay, dann ist dieser Vers verfälscht. Nein, er ist nicht verfälscht. Sondern? Wenn Jesus sagt, der Vater ist der einzig wahre Gott, was soll das bedeuten? Da kannst das du bedeutet, ja nicht dass Jesus der Vater ist? Weil Jesus wird auch als Gott bezeichnet. Wenn der Vater der einzig wahre, zum Beispiel, das ist wie, wenn zum Beispiel der Vater kommt im Geheim, zum Beispiel wie, damals gab es oft so geheime königliche Inspektoren zum Beispiel. Oder es gab auch manchmal, dass der König selbst sich verkleidet als Bettler, um einfach zu den Leuten zu gehen und zu gucken, was sie über ihn denken. Und dann sagt er zu den Leuten, ja, was denkst du über den König? Und dann spricht er mit ihnen, als wenn er nicht der König ist, aber in Wirklichkeit ist er der König. Okay, verstehst du? Und dann sagt er, ja, ich bin vom König gesandt, aber er ist der König selbst. Okay, dann lügt er. Nein. Doch, der König lügt. In dem Fall würdest du Jesus vorwerfen, dass er lügt. Nein, Jesus kann sich auch selbst senden. Zum Beispiel der König kann ja auch sagen, ich bin vom König gesandt. Weil also, dann bin ich nicht gesandt, dann komme ich einfach. Dann bin ich nicht gesandt. Aber, dann wäre er nicht aber Jesus sagt hier, der Vater ist der einzig wahre Gott, nicht der Sohn. Richtig, das ist wie wenn der König, angenommen ich bin der König, aber ich komme in Bettlerkleidung und sage zu dir, pass auf, der König ist der einzig wahre König. Ja. Bedeutet das, dass ich dann quasi kein König bin? Nein, weil er spricht ja zu einem Bettler, er spricht nicht zu Gott. Hier spricht er und sagt dich, den einzig wahren Gott. Also ein König kann sich ja verkleiden als Bettler. Und kann... Ja, okay. Und dann komme ich, ich bin der König eigentlich. Okay. Aber ich komme jetzt als Bettler zu dir und sage, der König ist der einzig wahre König in dem Leben. Nee. Er sagt nicht, der König ist, Gott ist der einzig wahre Gott. Er sagt, dass sie dich... Er macht eine Unterscheidung zwischen ihm selbst und einer anderen Entität und sagt, dass sie dich, den einzig wahren Gott. Das wäre dasselbe bezogen auf dein Beispiel. Ich komme jetzt zu dir. Ich versuche, dass du mich verstehst. Dass ich sage, du bist der einzig wahre Gott. Ja. Und du sagst aber, nee, er kann sich verkleiden, kann aber auch selbst Gott sein. Wenn du dir die Prophezeiung in Hesekiel anschaust, dann kannst du genau das sehen, dass es eigentlich identisch ist. Zum Beispiel aber bleiben wir bei Johannes 17,3. Was ist deine Erklärung dazu? Weil das, was du das jetzt als Beispiel durch gegeben hast, zeigen. Bitte. In Hesekiel gibt es genau diese Prophezeiung, dass Jesus oder dass Gott als der wahre Hirte erscheint. Zum Beispiel steht hier: Und ich will ihnen einen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich mein Knecht David. Der soll sie weiden und soll ihr Hirte sein, und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Hier sieht es so aus, dass der Hirte, den Gott sendet, jemand anderes ist als Gott selbst. Ne? Knecht David, das deutet, ist eine Prophezeiung auf Jesus Christus. Wenn wir allerdings davor lesen, da steht, ich selbst will meine Schafe weiden. Ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ja, aber das heißt ja nicht, dass Gott, wenn er sagt, ich will sie, selbst. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er auf die Welt kommt. Wieso nicht? Wenn Gott sagt, dass er Moses sendet, in Deuteronomium 33, da heißt ja, der Herr wird erscheinen im Sinai. Das heißt nicht, dass Gott auf die Erde kommt und im Sinai erscheint. Nein, das bedeutet, seine Botschaft oder die Botschafter erscheinen dort. Oder glaubst du, dass Gott im Sinai war? Wann war Jesus im Sinai? Deuteronomium Kapitel 33, 1. Das heißt, wenn Gott sagt, er kommt hervor oder er erscheint dort, dann bedeutet das, dass seine Botschaft dort erscheint, im Sinai offensichtlich die Tora durch Moses. Das ist das Verständnis, aber Gott nicht... Gott ist auf den Berg Sinai herabgekommen, quasi, wie es in der Bibel steht. Als Wesen. Donner,
Ich als Wesen, sondern halt also, in Herrlichkeit. Also, das ist der Unterschied eben. Weil du interpretierst diesen Vers, dass er gekommen sei, um seine Schafe selbst zu weiden, als selbst, dass er gekommen ist mit seinem Wesen auf die Erde. Aber das ist erstmal kein jüdisches Verständnis. Klar, die Juden glauben ja auch nicht, dass Jesus Christus ja, aber Gott seid, ihr seid, deswegen, wir sind keine Juden. Aber mit dem isoliert ihr euch von der abrahamitischen Tradition. Juden haben nie daran... Juden glauben an etwas, das nennt sich das Schaliach-Prinzip. Das bedeutet, dass Gott bestimmte Propheten, heilige Menschen, sagen wir mal Engel, als Götter bezeichnet, die in seiner Autorität sprechen. Aber nicht im Sinne von, dass sie Gott sind. Beispielsweise Moses wird als Elohim bezeichnet. Ja? Deswegen muss man in einem Buch, wo sogar Satan als Gott bezeichnet wird, müssen wir genau darauf schauen, wer wirklich Gott ist und wie man diese Begriffe zu verstehen hat. Verstehst du? Ja, und wenn Jesus ganz klar sagt in Johannes 17,3, dich, also eine externe Person, der Vater, ist der einzig wahre Gott und Jesus Christus ist der, den du gesandt hast, dann weiß ich nicht, warum man den Schritt nicht zum Islam wagt, weil der Islam ist die einzige Religion, die einzige. Nicht das Judentum akzeptiert Jesus, nicht der Hinduismus, der Buddhismus, ist die einzige Religion, wo eine Säule des Glaubens die ist, Jesus als seinen Propheten Gottes zu akzeptieren. Würdest du denn sagen, dass Gott unser Vater ist? Würde ich nicht sagen. Siehst du, das heißt, ist aber extrem genau das Gegenteil ich von dem, nicht, was Jesus nee, gesagt hat. Ich würde es nicht sagen, wie du es verstehst, weil du verstehst das... Als, wie verstehst du Vater? Verstehst du es, wie die Juden es verstanden haben? Nämlich, dass er einen adoptivistischen Sohn hat? Nein, er okay. gibt uns das Leben. Okay. Das heißt, er ist wirklich unser Vater. Biologisch gesehen? Geistig betrachtet. Nee, warte mal. Biologisch? Es gibt nur drei Arten von Söhnen. Glaubst biologisch. Glaubst du, dass wir eine Seele haben? Ja, haben wir. Glaubst du, dass unsere Seele auch Leben bekommen kann? Ja. Von wem? Nee, die Seele ist das Leben. Das ist dieser... Geist, der von Gott eingehaucht wird. Muss unsere Seele das Leben bekommen oder hat sie schon das Leben? Die Seele ist das Leben. Das ist das, was Gott eingehaucht wird. Warum sagt dann Jesus, dass er gekommen ist, um uns lebendig zu machen? Ja, was heißt das, lebendig zu machen? Genau, was heißt das? Er hat auch gesagt, beispielsweise in Matthäus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was heißt dann lebendig machen? Lebendig machen. Ja, weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um lebendig zu machen. Sag ich ja. In diesem Vers sagt er auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was ist dieses Leben? Es ist das ewige Leben im Himmelreich. Richtig. Ja? Und er hat die Botschaft dafür, er hat den Schlüssel. Er selbst ist aber nicht das Ziel. Aber das bedeutet, dass er sagt, ich bin der Weg zum Vater, aber das nicht bedeutet, das Ziel. Dass wir von ihm das ewige Leben bekommen müssen. Das heißt... Eben durch seine Botschaft. Wenn er sagt, ich bin der Weg... Durch sein Fleisch und sein Blut. Nein, nein. Wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist er nicht das Ziel, sondern er ist ein Weg. Er ist ein Mittel, wie genau. wir in das Paradies bzw. in das Himmelreich kommen. Genauso wie wir glauben, dass Gott Propheten und Botschaften geschickt hat. Weißt du? Und das macht doch viel mehr Sinn, wenn man Jesus nicht immer Wörter in den Mund legt, sondern ihn so nimmt, wie er es sagt. Genau, deswegen müssen wir gucken, was er sagt in der Bibel. Aber was machst du jetzt mit Johannes 17,3? Weil das ist dir ein gewisser Klotz am Bein. Nein, mir ist es kein Klotz im Bein. Sondern? Ich habe es dir doch schon gezeigt. In sozusagen ein König kann in Bettlerkleidung. Aber das hatten wir ja schon. Genau, richtig. Aber der Bettler, der ein König ist, er geht ja nicht zu einem anderen und sagt, du bist der einzig wahre Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das sagt er ja nicht, weil wenn er das sagen würde, würde er lügen. Jesus sagt das aber. Du, der einzig wahre Gott, sagt er. Das heißt, erstmal unterscheidet er sich vom Vater. Zweitens sagt er, dass er der einzig wahre Gott ist, nicht der Sohn, nicht der Heilige Geist. Und warum wird er dann als Vater der Ewigkeit bezeichnet in Jesaja? Das wird er eben nicht, weil sonst hätten die Schreiber der Evangelien ihn an einer Stelle, nehmen sie Jesaja 9 in Anspruch und sagen, das ist Jesus. Jesus. Das machen Christen heutzutage. Jesus Christus hat gesagt, dass wir ihn durch die Schrift verstehen können, dass die Schrift ihn bezeugt. Und dann hat Jesus zum Beispiel auch gesagt, Moses hat von mir geschrieben. Das heißt, wenn wir wirklich verstehen wollen, ja, das Christus glauben wir ist, sogar, natürlich. Nee, das hat Jesus selbst gesagt. Ja, das glauben wir. Ja, aber das macht doch Sinn. Moses wurde von den vorherigen Propheten ebenso prophezeit. Jesus wurde von Moses und anderen Propheten prophezeit. Ebenso wurde Mohammed, der Prophet Mohammed, auch von den früheren Propheten prophezeit. Im Alten Testament beispielsweise. An Dutzenden Stellen. Das heißt, nur weil er prophezeit wurde, heißt es ja nicht, dass Gott jetzt plötzlich selbst auf die Erde kommt. Weil Vater in Ewigkeit haben Juden immer verstanden, dass das Hiskia ist. Aber der König Hiskia,
Hiskia bedeutet nämlich im Hebräischen auch die Stärke Gottes. Mhm. Und falls du dich erinnerst, Jesaja 9 wird auch erwähnt, er wird starker Gott bezeichnet. Ja. Richtig? Hiskia im Hebräischen bedeutet die Stärke Gottes. Ja, aber durch die jüdische Lehre können wir nicht ins Himmelreich kommen. Jesus Christus hat zum Beispiel gesagt, wie wollt ihr der Hölle? Aber die Sprache ist wichtig, weil sie wurde ja in Hebräisch. Gehen wir mal davon aus, sie wurde in Hebräisch offenbart. Mhm. Das heißt, die Sprache ist wichtig zu verstehen. Und ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Fragen und ich finde es cool, dass ihr euch damit beschäftigt. Aber wir dürfen Jesus nicht Wörter in den Mund legen. Wenn Jesus sagt, in Johannes 5, ja, aber du hast noch immer keine Antwort auf diesen Vers. Jesus sagt in Johannes 5, er sagt, ich von mir aus kann nichts tun. Ich richte, wie ich höre. Von wem hört er? Vom Vater. Genau, richtig. Ja, aber, es gibt viele solche Verse. Ja, okay, aber ist er dann, hat er eine Illusion, wenn er selbst auch der Vater sein soll? Wie soll denn das gehen? Er ist gekommen in der Rolle des Sohnes, wie in einem Schauspiel zum Beispiel. Okay, aber dann kann er nicht der Vater sein. Wieso? Wie soll das funktionieren? Zum Beispiel ein Vater kann ja auch in der Rolle eines Sohnes. Aber er sagt, spielen. Der Vater spricht zu ihm in dem Moment. Wenn er selbst, wenn er von der Rolle des Vaters zur Rolle des Sohnes schlüpft, dann gibt es ja keinen Vater mehr in dem Moment. Wer spricht dann zu ihm? Er sagt, ich richte, wie ich höre, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich bin nicht gekommen, um meinen Willen umzusetzen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, richtig? Ja. Auch hier sagt er, er ist ein Gesandter von Gott. Es gibt viele Verse in der Bibel. Aber wenn zum Beispiel im Alten Testament prophezeit wurde, dass Jehova als Stein des Anstoßes erscheint, aber Jesus Christus genau dieser ein Stein des Anstoßes war. Wo steht das? Das steht in Jesaja Kapitel 8. Das Ding ist, wir springen von einem Vers zum anderen. Aber ich würde gerne eine Erklärung für irgendeinen Vers haben, den ich dir anführe. Weil ich spreche hier durch deine Bibel hier. Du sagst, wir müssen auf die Schrift gehen, das tue ich ja. Dann kann ich dir diesen einen Vers einmal zeigen. Also nur, dass du auch den Standpunkt verstehst. Genau. Sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Er wird ein Fallstrick sein. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel. Ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Und dann, wenn man weiterliest, dann gibt es genau diese Prophezeiung. Ja, aber das spricht, schau mal, wie das Kapitel heißt. Der Prophet und seine Jünger. Das steht nicht in der Bibel. Das wurde von Luther hinzugefügt. Ja, natürlich, aber das ist die thematische Anordnung, die hier erwähnt wird. Das heißt, es kann hier nicht von Gott die Rede sein, sondern es geht hier... Sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth. Okay, und was soll das bedeuten? Wie verstehst du diesen Vers? Was soll er überhaupt beweisen? Hier steht geschrieben, dass Gott in Zukunft als ein Fallstrick, ein Stein des Anstoßes kommen wird. Aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Wenn es heißt, Gott wird kommen, Gott wird erscheinen. Mach mal bitte Deuteronomium 33 auf. Also, das heißt nicht, dass Gott auf die Erde kommt, sondern er schickt jemanden oder schickt eine Botschaft. Was ist denn, warum ist denn Gott ein Stein des Anstoßes? Einfach, das weiß ich nicht. Weil er in Menschengestalt kommt. Deswegen haben sich doch die Juden an ihm gestoßen. Warte. Deswegen wollten sie Jesus steinigen. Anstoß des Felsen soll bedeuten, er ist ein Mensch. Woher, ja. Was ist das für eine Ableitung? Woher nimmst du dir das? Das steht im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird Jesus Christus als Stein des Anstoßes beschrieben. Das meine ich ja. Jesus, was war konkret der Anstoß, den sie an Jesus Christus genommen haben? Jahwe hat Jesus geschickt als einen Propheten mit einer Botschaft. Das versuche ich dir zu sagen. Was nicht bedeutet, dass Jahwe jetzt selbst auf die Erde kommt, in der Person Jesus Christus inkarniert. Weil dann würde bedeuten, dass Deuteronomium 33,1, vielleicht kannst du diesen Vers kurz öffnen. Kannst gerne vorlesen. Dies ist der Segen mit dem Mann, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten vor seinem Tode segnete. Okay, das heißt, wir haben hier Moses, der durch Gott Moses als Segen geschickt hat zu den Israeliten, dass noch etwas kommen wird. Bitte. Nächster Vers. Er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen. Okay, der Herr ist vom Sinai gekommen. Das bedeutet jetzt, darf ich deinen Namen wissen, wir sprechen jetzt schon so lange, mein Name ist Sergi. Ja, ich bin Marc, hallo. Marc, hallo, Sergi mein Name, Tobias. Mhm. Marc, das heißt ja nicht, dass der Herr jetzt wortwörtlich, biologisch auf den Berg Sinai gekommen ist. Jetzt erschienen in Herrlichkeit mit Donner und Blitzen. Was hier gemeint ist, ist Moses seine Botschaft. Er ist mit der Tora zu Moses gekommen auf den Berg Sinai. Er selbst aber nicht in seinem Wesen, sondern die Botschaft hat er hervorgebracht an Moses. Würdest du dem nicht zustimmen? Moses ist ja vom Berg Sinai mit der Tora gekommen, oder nicht?
Ja, natürlich. Okay, lies den Vers weiter. Was willst du mir hierdurch zeigen? Lies den Vers weiter. Er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seir her. Er ist ihnen aufgeleuchtet von Seir. Wo liegt Seir? Wisst ihr das vielleicht? Das ist das heutige nicht. Palästina. Wer ist von Palästina gekommen? Wen hat Gott vom heutigen Palästina geschickt? Jesus! Er spricht hier von Seir, wo Gott gekommen ist und geleuchtet hat aus Seir. Nämlich wer? Jesus. Okay, also das ist jetzt eine Interpretation. Das ist keine, wo ist denn Gott mit einer Botschaft von Palästina gekommen? Wer? In den letzten 3000 Jahren? Beziehungsweise nach Moses? Seir ist im heutigen Palästina. Diese Info kann ich dir mitgeben. Jetzt ist die Frage, beziehungsweise der Zugang, den wir hier wählen müssen, wer war das? Und dann was ist hier mit dem Berge Paran und Meschi-Kadesh und so weiter? Genau, da kommen wir jetzt hin. Aber von hier ist Jesus die Rede, weil Jesus mit was gekommen ist? Mit dem Evangelium. Jetzt ist hier noch eine dritte Prophezeiung zu lesen. Kannst du es öffnen? Aber den Vers danach? Was heißt es hier? Wie hat er sein Volk so lieb? Nee, hier. Nach Seir. Und ist gezogen nach Meribib Kadesh in seiner Rechten. Nee, davor. Hier ist Seir. Hier ist Sinai gekommen. Und dann? Er ist erschienen vom Berge Paran. Ja. So. Er ist erschienen vom Berg Paran. Wo ist der Berg Paran? Nicht nur im heutigen Saudi-Arabien, nicht nur im Westen von heutigen Saudi-Arabien, sondern in einer bestimmten Region namens Hijaz. Paran oder Faran ist ein Ort, eine Ortschaft zwischen Mekka und Medina. Und es heißt hier, dass er gestrahlt hat vom Paran. Wer ist das gewesen in den letzten 2000 Jahren? Wir haben eine Prophezeiung von Moses. Also du redest jetzt wir haben eine Prophezeiung über Jesus. Und wir haben eine Prophezeiung über eine dritte Person, die jetzt in voller Herrlichkeit strahlen wird. Also wegen dieser zwei, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber tut mir leid. Du willst es nicht aussprechen. Du meinst Mohammed, aber... Natürlich, wer soll es sonst sein? Aber wie gesagt, was Mohammed verkündet hat, war ein anderes Evangelium. Was Jesus Christus... Okay, wer ist dann diese Person? Das, keine Ahnung, also das sind jetzt hier drei Verse mit irgendwelchen Ortsnamen, also... Nicht Ortsnamen, der Herr ist hervorgekommen. Vom wo? Vom Sinai. Wir haben bei alle drei zugestimmt, beziehungsweise du hast genickt, ich nehme das mal als eine Akzeptanz an. Die Bibel prophezeit, dass Gott in den letzten Tagen vom Berg Zion kommt. Das heißt, eigentlich der Berg Zion wird immer in der Bibel erwähnt. Ja, aber nicht an dieser Stelle. An dieser Stelle wird Sinai erwähnt. Da wissen wir unmissverständlich, dass wer gekommen ist? Moses mit der Tora. Dann wird Seir erwähnt. Da wissen wir unmissverständlich in Palästina, dass das Jesus war. Friede sei mit ihm. Nein. Und dann heißt es vom Berg Jesus Paran. Jesus ist vom Berg Zion gekommen. Eigentlich sozusagen das alte Gesetz kam vom Berg Sinai. Schau mal, aber das Gesetz Jesus des hat im heutigen Jesus hat Zion. Im heutigen Palästina gelebt. Wenn du das jetzt auch leugnest, ist das ein historischer Fehler. Das ist richtig, aber quasi, ja, also, weil du sagst, das Gesetz kommt von da. Wurde hier nicht Jesus prophezeit? Ich kenne diese Verse nicht, aber auf jeden Fall das Gesetz des neuen Bundes. Wer ist sonst ein Kandidat? Wer ist sonst ein Kandidat dafür? Da kenne ich hier irgendeinen Vers. Nee. Ist hier diese Hand, ja, worauf steht? Also da kann man ja alles zeigen. Was heißt, da kann man alles zeigen? Gott sagt hier, er wird hervorkommen. Ist das nicht relevant? Und wenn er sagt, er kommt hervor aus dem Sinai, offensichtlich mit Moses, in Hosea, dann, Kapitel 3. Warte mal kurz, dann kommt er hervor. In Seir, was das heutige Palästina ist. Okay, dann und dann machst du Punkt bei Paran, weil es im heutigen Saudi-Arabien liegt? Findest du, dass es nicht intellektuell unehrlich ist? Es gibt viele Verse in der Bibel. Hörst du mir zu, Marc? Hörst du mir zu? Hey, Marc, hallo. Schau mich mal an. Marc. Gott wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen. Was bedeutet das? Hier steht auch, der Herr wird hervorbrechen. Heißt das für dich, dass er wortwörtlich im Fleisch kommen wird? Tatsächlich bedeutet dieser Vers... Heißt das für dich, dass er wortwörtlich im Fleisch dorthin kommen wird? Nicht aufgrund dieser Prophezeiung, aber also, hat damit was zu das tun. Heißt, er muss mit einer Botschaft kommen. Und wenn diese drei... Dann was bedeutet und hier das, diese Morgenröte? Das hier ist viel gewagter, weil es uns keine Ortschaft gibt, keine Stammbäume gibt und nicht genau lokalisiert, wo es ist. Ich gebe dir konkrete Standorte mit Sinai, mit Seir und Paran.
Bei Sinai hast du kein Problem, Moses. Bei Seir sagst du, okay, macht auch Sinn. Und bei Paran sagst du, nee, wissen wir nicht. Also, vielleicht beschäftigst du dich dann mal damit, Marc. Ja. Ich wünsche dir dennoch einen schönen Tag. Alles klar. Mach's gut, ja? Ja, okay, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja.